Leute, und das sind wir wieder bei Project Zero 4. Ja, im letzten Part haben wir uns ordentlich eins auf die Rübe geben lassen von diesen zwei Gartenfrauen. Ja, und dann haben wir den Strom eingeschaltet im Keller und war doch im letzten Part, oder? Dann sind wir mit dem Lift in den zweiten Stock, glaube ich. Wir fahren. Okay, hier komme ich durch. Hier steht so ein nerviger Ding, den ich nicht einfach wegschieben kann. Nein! Nein, Ruka kann das nicht. Nein, Ruka kann das nicht. Verlangt nicht zu viel von ihr. Dass sie vielleicht einen Rollstuhl auf die Seite schieben würde. Nein. Zu viel verlangt. Dann gehen wir halt da lang. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ach du Scheiße. Das gefällt mir schon jetzt nicht. Sag doch, das gefällt mir nicht! Und dann erwische ich sie auch nicht. Verdammt! Oh, da fange ich an und dann schreckt mich gleich sein Scheißgeist. Dahin muss doch auch irgendwas sein. Ja, da ist schon was. Und in dieser kleinen Lade, was haben wir? Ah! Für den zweiten Stock die Zimmereinteilung für die Patienten. Patienten der in Roque zu Hall von August 1970, Raum 308, Mizuki, Mond, zeigender Monat, egal, Ruka Yomotsuki, ja, das sind wir. Spezielle Notizen. Tochter des Yomotsuki-Haushalts. Ein Report über die Ergebnisse der versuchten Musiktherapie wurde angefordert. Bitte informieren Sie den Direktor über den Status ihrer Verfassung und zu welcher Lungenmelodie sie reagiert hat. Ja, Ruka scheint es da sehr mit der Musik, kann sie sich anscheinend wieder irgendwie erinnern. Zimmer 309, Iro Dohizuki, Monat der Farben? Der Farbe? Okay. Yuko Magaki, spezielle Notizen. zu notieren ist für diese die finanziellen Spenden für das Krankenhaus. Der Patient ist irritable, keine Ahnung, sorry Leute. Weiß wissen will und das nicht weiß, kann googeln oder was auch immer. Also, betretet nicht. Ah, er ist wahrscheinlich verwirrt oder so. Also, betretet nicht sein Zimmer, während er malt. Bitte seien Sie auch sicher, dass Sie niemals seine Gemälde berühren. Ja, und da kommen wir zu einem meiner Lieblingscharaktere auch in das Spiel. Ebenfalls. Ja, Misaki. Ich mag Misaki. Zimmer 310. Kami Sarizuki. Monat, an dem Gott geht. Verlässt. Keine Ahnung. Ja, ich habe Ahnung, aber wenn man das am besten zusammenfasst. Blö. Diesen Monat, an dem Gott uns verlässt. Ganz einfach. Spezielle Notizen. Tochter des Aso-Haushalts. Wurde verlangt, dass sie eingeliefert wird. Sie wird eine spezielle Behandlung vom Direktor bekommen, wenn man ihre Konstitution in Betracht zieht. Seien Sie bitte vorsichtig, sie nicht in Kontakt mit dem Patienten im dritten Stock zu bringen. Raum 211.
Special Ward, also Spezialzimmer, Kami Kisuki, Monat, an dem Gott zurückkehrt. Kagiri Sendo, spezielle Notizen vom Sendo-Haushalt. Behandlung wird von ihren Familienarzt im Sendo-Haus durchgeführt. Der mit dem Direktor in Verbindung steht. Bitte, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass mit dem Administer, aber egal, ich denke, so gibt es Sinn. Bitte stellen Sie sicher, dass es keine Störungen mit Ihrem Behandlungsprozess gibt. Danke für Ihre spezielle Auffassung in dieser, ja, in diesem Fall. Ja, haben wir die Patienten dieses Geschosses auch etwas näher kennengelernt. Ist hier drin noch etwas? Anscheinend nicht. Da vielleicht noch? Nichts. Ich glaube, liegt hier noch was? Da drin vielleicht? Nein, der Kasten tanzt nicht. Aber da drüben liegt was. Da liegt auch was! Typ 14 Film rockt. Und hier. Rote Kristalle, noch mehr rote Kristalle, die wir nicht brauchen im Moment. Egal. Gehen wir weiter. Tür zu. So scheiß. Ich will da rein. Mal schauen. Vielleicht finden wir da drin noch etwas. Ah, hier ist noch irgendwas. Oh, wo. Untersuchen. Wie war das nochmal? Moment mal! Ja, Moment mal. Ja, ich habe ja auch schon mal Phoenix Wright gespielt, aber nicht lange. Weil ich einfach nicht mehr Zeit dazu gehabt habe. Files! Ja, aber wo war das? Wo war das? Hier vielleicht? Nein, keine roten Dinger. Ja, auch nicht. Auch nichts rot. Da vielleicht. Nein. Das ist auch nicht. Nein. Da war irgendwas mit Duty in das Memo, vielleicht das. 1956. Das ist es. Dann. Mal schauen. Okay. Eins, neun, eins, zwei, drei, fünf und 1956, blieb. Und die Tür wurde geöffnet. Und die Krankenschwester hat mein Name gesagt. Luka-chan. Ja. So heißt es. Das heißt, am besten wir gehen jetzt in unser Zimmer. Denn es scheint so, als wäre sie auf dem Weg zu unserem Zimmer gewesen, weil sie unseren Namen gesagt hat. Du. Katzi. Ja, und auch hier ist das Kapitel wieder mit seinem schönen Bild des Monds beendet. Ja, und das war auch dieses Kapitel wieder mit Ruka. Mal schauen, was uns als nächstes erwartet. Ja, wir wollen speichern.
Speichern abgeschlossen. Nein, ich will nicht die grauenhaften Geisterfotos speichern. Brauche ich nicht. Ja. Okay, wir sind jetzt wieder Misaki. Hier wieder Zusammenfassung von Kapitel 2, was man kaum nicht lesen kann. Aber egal, wir wissen noch was in Kapitel 2. Wer es nicht mehr weiß, kann nochmal nachsehen. Ist alles online. Und wir sind wieder im Zimmer von Ayaka. Kapitel 5, Misaki Yasuo. The Masked Pair. Das maskierte Paar. Ja. Ich muss Madoka finden. Ja, das musst du. Und wir sind doch immer im Zimmer von dieser kranken Type. Von dieser kranken Tudo. Ja, schreck dich nicht vor diesen Scheiß hinten. Heb endlich dieses Scheiß-Item auf. Ayakos Memo. Und es ist voll mit Blut, wie ihr seht. Hoffentlich können wir es noch lesen. Diese Krankenschwester ist heute wieder gekommen, um mir zu sagen, dass ich zu laut war. Oder nervig, egal. Als ich diesen kleinen Schnitt gemacht habe und die Schere zurückgezogen habe, hat sie ein grauenhaftes Heulen los, hat sie angefangen grauenhaft zu heulen. Ich hasste ihre grauenhaften Innereien. Okay. Die Dinge, die ich mag, sind viel hübscher. Zerquetschte Insekten, abgetrennte Hände, feuchtes rotes Fleisch, ein lauter Schrei, bevor sie leise werden. Diese schönen Dinge werden bald verschwinden. Alle anderen sammeln auch Sachen, die sie denken, dass sie schön sind. Der Doktor hat mir gesagt, ich sollte auch. Doktor sagte mir, dass wenn ich Dinge, die ich mag, sammle, hilft es, meine Krankheit zu heilen. Also habe ich diese schönen Dinge gesammelt. Mehr und mehr gesammelt. Wenn ich diese Dinge nicht sammle, ist in mir etwas. Der Brief ist nach diesem Teil zu, ja, voll mit Blut und so Scheiß, um ihn zu lesen. Man kann nicht mehr lesen. Egal. Gleich das nächste Item aufsammeln und. Oh, Blutkristalle! Ja, auch sie darf nicht zu kurz kommen. Wir haben jetzt 19. Also reload einmal reload auf Motzen und ja. Nö. Und das nächste das spannen wir dafür Power. Schauen wir, wie ist sie ausgerüstet? Na. Paar mehr Kräutermedizin würden nicht schaden, aber Leute, ich mache hier jetzt Pause und beim nächsten Mal geht's dann wieder weiter mit Misaki und ja, mal schauen, was auf uns wartet, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.